Hallo, liebe Freunde von Romantic Wings. Heute haben wir ein besonderes Flugzeug. Und zwar ist es die Heinkel HE177, der Greif, einer der mächtigsten Bomber, die die Luftwaffe damals im Zweiten Weltkrieg hatte. Aber voll Probleme durch die Doppelmotoren über. Es sind vier Motoren, die auf zwei Luftschrauben arbeiten. Gut, heute zeige ich euch nur 2D-Bilder und in einer der nächsten Episoden werde ich dann wieder VR machen. Ich wünsche viel Vergnügen und ja, genießt meine Heinkel HE177. Die Heinkel HE177 ist eine von den größten Bombern der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. Sie war schon sehr speziell. Vier Triebwerke, aber nur zwei Propeller. Ich habe Flugpläne zur eurer Convenience reingetan. Einfach More drücken und dann auf Load gehen. Und dann könnt ihr in Community Folder die Heinkel HE177 finden. Und dort in diesem Ordner dann Flight Plans aufmachen. Öffnen eine der prädefinierten Flüge. Sie sind alle von der Western Front in 1944. Included ist auch die Operation Steinbock. Für die Demonstration des Handlings des Flugzeugs wähle ich jetzt einen Flug in den Atlantik aus und wir starten in Bordeaux-Mérignac. Ihr braucht nur noch die Runway auszuwählen, die für den existierenden Wind gut zu gebrauchen ist und dann geht's los. Ich wähle mal den 05. Entschuldigung für meine Stimme, aber ich habe eine starke Erkältung gerade. Tut mir leid. So, wir werden jetzt abheben von Bordeaux-Mérignac und gehen in die offene Biskaya raus. Wenn ich den Autopiloten eingeschaltet habe, dann zeige ich euch noch mehr von den vielen Details, die an dem Flugzeug zu finden sind. Flaps sind richtig, Startstellung. Parkbremse rausnehmen und langsam Power geben. Bis zur vollen Startleistung. Seht ihr die beiden roten Warnlampen oben am Cockpitrahmen? Nicht die maximale Power mehr als 5 Minuten überschreiten. Die Zwillingstriebwerke sind sehr empfindlich für Überhitzung und Feuer. Man nannte das Flugzeug auch das Reichsfeuerzeug oder fliegender Sarg, brennender Sarg. Mehrere Spitznamen.
Bevor wir den Autopiloten einschalten, gehen wir ungefähr grob in die Richtung unseres gewählten Kurses und klettern hinauf auf unsere gewünschte Höhe. Diese beiden Dinge wird sich der Autopilot merken. So, wir schalten jetzt den Autopiloten Master-Schalter ein und hinterher Kurshaltung und Höhenhaltung Modi. Es sind mehrere Knöpfe und Drehknöpfe in dem Flugzeug, um das zu tun. Die drei grünen Kontrollleuchten zeigen an, dass der Autopilot aktiv ist. Es sind übrigens 10 Custom Views in diesem Flugzeug verbaut und wir durchdrücken von Alt 0 bis 9 und zurückkehren ist wieder F oder Alt 0. Das ist die Alt 1 Stellung. Instrumentenansicht. Alt 2. Hier können wir den Kurs neu bestimmen. Alt 3, die Instrumenten der Triebwerksüberwachung. Und die Propellerverstellung mit der Anzeige im Uhrzeigerformat, wie sie bei den deutschen Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg üblich war. Wir gehen von 12 Uhr Startstellung zurück auf 11 Uhr. Wir nehmen also den Propellerpitch zurück. Sofort sehen wir am Manifold Pressure und an der Drehzahl die Änderungen. Manifold Pressure, ich meine Ladedruck. Auf Deutsch. Ja. Das Overhead Panel. Hier auch können wir den Kurs und die Höhenhaltung einstellen. Mit den 4 Nothebeln, da komme ich gleich noch drauf. Wir haben jetzt 3 Henschel HS329 drunter. Wenn ich den Pumpen-Emergency-Hebel ziehe, sind sie weg. Aber durch Reindrücken sind sie gleich wieder da. Ist also nicht permanent abwerfen. So, das ist die Control-Panel für die Triebwerkssteuerung. Die Starter. Rückwärtige Ansicht für den Funker. Den können wir natürlich wegnehmen. Die Funkgeräte. Und sogar eine Toilette an Bord. Es
waren manchmal sehr, sehr, sehr lange Flüge über den Atlantik und sonst wohin. So, während in der Pseudo-Außenansicht Alt 7, Alt 8 und Alt 9 hat man direkten Zugang zu den Cockpit-Kontrollen von außen. Ich demonstriere das gleich. Hier kann man die Beladung einzeln abwählen und anwählen. Der Normalausstieg oder auch Notausstieg kann man öffnen, von außen drücken. Oh je, Folks. Ich habe wohl vergessen, den Mauspointer als Eingabegerät für die Steuerung zu deaktivieren. Der Autopilot spinnt jetzt im Moment. Jetzt müssen wir die Maschine erst wieder einfangen. Ich muss das Flugzeug stabilisieren, bevor wir weiter vorgehen können. Oje, oje. Das ist ein Stall, Strömungsabriss, aber den kriegt man in den Griff. Bisschen Fahrt aufnehmen und wieder in die Horizontale gehen. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hoffe, man kann mich mit dieser Stimmlage überhaupt verstehen. So, Autopilot wieder rein. Allen drei Achsen wieder stabilisiert, zum Glück. Und weiter geht's. Raus auf die Biscaya. Damals zum Suchen von Konvois. Aufklärung. Diese Henschel-Raketen wurden ferngesteuert aus dem Cockpit und waren meist gegen Schiffsziele eingesetzt. So, die Bombentore lassen sie auch von außen auffahren. Also durch Klick von außen in der Pseudo-Außenansicht, sage ich mal. Hier kann man die einzelnen Beladungszustände noch einzeln anwählen.
Und nach Notabwurf ist auch immer nur das angewählte Objekt wieder unter den Tragflächen. So, die Alt-9 Ansicht, die andere Seite. Der lässt sich auch alles machen, von außen gesteuert. Sogar den Bordschützen oder den Co-Piloten reinzaubern oder den Navigator, der dann oben rausschaut. Entschuldigung. Es sind noch zwei Nothebel für den Fuel Dump im Notfall, ist aber noch keine Funktion hinterlegt, kommt noch. Und die Rauchentfernung aus dem Cockpit, falls irgendwo was räuchert. Wenn wir die Drehzahl wieder hochdrehen oder die Propellerverstellung, kommt sofort die Warnlampe auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. So, etwas mit der Leistung runtergehen, dann hat man auch die Brandgefahr gebannt. Ein Triebwerk habe ich jetzt stillgelegt.
Es dreht zwar noch, aber es ist nur noch Windmilling. Ich habe die Segelstellung mit Blockierung des Rotors noch nicht implementiert. Kommt alles später. Ruderverdrimmung, um zu sehen, wie die Schiebekugel auswandert. Mal voll auf Nordkurs gehen, 360. Man kann jederzeit in den Autopiloten steuerungsmäßig eingreifen. Entschuldigung. So, das war's erstmal für diesen Moment. Und bitte dran denken, es ist alles noch Arbeit im Fortschritt, noch nicht fertig. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche noch viele glückliche Landungen. Euer BK.